Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Live. Ich freue mich wirklich sehr. Es wird spannend, denn ich zeige meine Bestellungen von doTERRA, Öle, aber auch Nahrungsergänzungsmittel aus Oktober und September. Ja? Und ich lege direkt los und ich fange an mit etwas, was ich diesen Monat bestellt habe. Und zwar habe ich mir endlich, es gab es endlich wieder, es war sehr lange ausverkauft, das Lifelong Vitality Pack von doTERRA. Ja, das sind drei verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und ich werde heute anfangen, ja, damit anzufangen. Und ich fange erstmal mit der halben Dosis an, damit sich der Körper etwas dran gewöhnen kann und nehme dann jeweils eine Kapsel einmal am Tag und dann nimmt man pro Tag, pro Nahrungsergänzungsmittel zwei Kapseln. Und ich werde definitiv berichten, ob ich eine Veränderung spüre. Generell ist es so, dass das Lifelong Vitality Pack, genauso wie es ja schon sagt, also lebenslange Vitalität, es geht darum, langfristig vital zu bleiben. Das heißt, auch im Alter ja noch Treppen steigen zu können, ja, sich noch fit zu fühlen. Es geht darum, alle wichtigen Nährstoffe zu bekommen, ja, und die findet man eben hier in den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich finde das sehr, sehr krass, was alles wirklich enthalten ist. Es ist wirklich auch Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E. Dann ist hier quasi das vegane Omega, da die Omega-Fettsäuren auch total wichtig sind. Genau. Und das werde ich eben einnehmen und bin wirklich sehr gespannt, ob ich dort eine Veränderung bemerke. Reicht für 30 Tage und habe mir direkt zwei Pakete bestellt, dass ich da auf jeden Fall versorgt bin. Aber wie gesagt, ich fange auf jeden Fall erstmal, ich würde sagen, mindestens eine Woche mit der halben Dosis an und dann schaue ich mal, wie es so ist. Genau. Und jetzt, ich überlege gerade, wie ich das organisiere. Es ist ein bisschen was auf jeden Fall von den zwei Monaten. Genau, ich gehe hier einfach mal so lang. Ne, also eine Sache, die ich mir noch bestellt habe, weil ich wirklich das jetzt öfter so hatte, dass ich unterwegs war und dann hatte irgendwie jemand etwas, also Mückenstich zum Beispiel, und dann dachte ich so, boah, hätte ich jetzt Lavendel dabei? Und ich habe Roll-Ons dabei, aber dann war es zum Beispiel nicht Lavendel, dann hatte ich die Correct X Salbe, die haben wir dann übrigens auch auf den Mückenstich gegeben, das war auch sehr gut. Aber damit ich jetzt in Zukunft alles griffbereit habe, habe ich hier mir so eine kleine Aufbewahrung von doTERRA bestellt, wo man dann eben diese kleinen Samples reingeben kann, beziehungsweise die kleinen Fläschchen. Und da würde ich mir dann eben die Öle, ja, abfüllen. Und so habe ich die dann alle in so einem kleinen Täschchen mit dabei. Und ich glaube, ja, das wird ziemlich cool, ja, so dass, wenn du dann mit mir unterwegs bist, musst du dich nicht darum sorgen. Ich werde Zen-Gäste mit dabei haben, alles was Magen-Darm-Themen betrifft. Ich werde Lemon mit dabei haben, um das ins Wasser zu geben. Meta-Power werde ich da reinpacken. Habe ich Lavendel schon gesagt? Also Lavendel natürlich. Pfefferminze, ja, wenn man mal Kopfdrücken hat. Das wird cool. Das heißt, das habe ich mir jetzt endlich bestellt. Genau. Dann, ich habe, das gab es schon im September. Ich habe aber vergessen, das zu bestellen. Und dann war ich so froh, dass es das jetzt noch gab im Oktober. Ich liebe Frankincense, Weihrauch. Das ist für mich das beste Öl, wenn es darum geht, in die Meditation zu gehen, sich mit der spirituellen Kraft zu verbinden, sich mit sich selbst zu verbinden. Ich liebe Weihrauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich ein sehr kostbares und deshalb auch höherpreisiges Öl, aber es lohnt sich so sehr. Ich liebe es und gerade auch für, ja, so Gesichtscreme, auch gegen Falten, ja, also wenn man jetzt damit so ein Problem hat, sage ich jetzt mal, obwohl ich ja auch ein Fan davon bin, natürlich zu altern, ja, und sich nicht alles wegzubotoxen, so wie das irgendwie gerade Trend ist, schon mit 18. Darf man aber trotzdem, wie ich finde, mit natürlichen Mitteln einfach ein bisschen was machen. Und das ist der kleine Süße. Guckt euch den an. Ein Mini-Mini-Roll-On. Ich finde den so cool, weil ich einfach weiß, ich werde mir den dann auch wieder auffüllen, wenn er denn dann leer ist. Und hier sind 4 Milliliter Frankincense mit drin. Sind aber auch noch andere Öle mit drin.
Ja, sind auf jeden Fall noch ein bisschen andere Öle mit drin und auf jeden Fall auch Kokosnussöl. Das heißt, es ist schon quasi wie so ein Touch. Ja. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr, weil er so klein und handlich ist. Und guckt euch mal an, wie süß. So, mache ich mir mal hier drauf. Ich liebe Frankincense. Was soll ich sagen? Ich lieb's. Ja, also dieser Roll-On wird auf jeden Fall dann auch schön nachgefüllt. Und ja, während der Meditation kann man sich das auch hier so aufs dritte Auge geben. Dazu liebe ich aber auch, muss ich sagen, den Salobel-Roller. Das ist für mich, ja, also für mich schon der beste Roll-On, weil ich ja einfach auch die Öle auch für die Meditation verwende. Da habe ich ja auch einen Podcast, Reconnection with Oils, Meditieren mit ätherischen Ölen. Schau doch total gerne rein. Und dann nehme ich dann sehr gerne zum Meditieren, das mache ich eigentlich immer, den Salobel Roll-On, der besonders auch dafür gemacht ist, ja, eigentlich um die Haut auch zu pflegen. Da sind wirklich ganz, ganz hochwertige Öle drin. Und ja, eben auch Frankincense unter anderem. Rose ist mit drin, Helichrysum liebe ich, wirklich. Kann ich jedem ans Herz legen, ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber ist auch nicht mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt, sondern sind wirklich 100% die Öle drin. Und warum verdünnen wir die überhaupt? Damit man die halt einfach besser auf die Haut auftragen kann. Das ist es eigentlich. Das ist nicht, dass wir irgendwas strecken wollen bei doTERRA oder irgendwas sparen wollen. Ja, also die Roll-On sind natürlich dann auch günstiger als das pure Öl. Aber das hat halt schon Sinn. Ich würde mir eigentlich schon fast gar keine Öle mehr unverdünnt auf die Haut geben, weil du einfach viel besser die Öle ja auftragen kannst, verreiben kannst. Genau, und das ist eben dieser Mini Frankincense Touch. Und davon geht ein Teil an eine Stiftung. Das heißt, es wird gespendet. Da wurde schon super viel Geld gespendet, dadurch, dass sich eben die Menschen das hier bestellt haben. Und davon geht eben ein Teil in diese Organisation, was ich total toll finde. Und da ist richtig was zusammengekommen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie viel, aber da war ich auf jeden Fall erstaunt, wie viel da schon zusammengekommen ist. Und das finde ich eben auch so toll an doTERRA, dass sie nicht nur an sich selbst denken, an ihren eigenen Gewinn, sondern eben auch schauen, wie können wir mit den Bauern vor Ort zusammenarbeiten und wie können die auch ein gutes Gehalt bekommen, wie können die wirklich etwas tun und nicht nur ja, gedumpt werden und die bekommen dann irgendwie einen Hungerlohn. Ja, und das spielt natürlich auch mit so zu diesem ganzen Konzept doTERRA mit rein, was ich so toll finde. Nachhaltigkeit ist auch noch ein ganz großer Punkt. Und ja, wenn man einfach die Öle für sich verwenden kann, was da auch etwas ist, dass ich das jetzt in der Hand habe, dafür mussten ja andere Menschen dieses Harz aus dem Baum erstmal herausnehmen. Ja, dann wird es destilliert. Ja, also es ist natürlich auch ein Prozess dahinter, wo Menschen auch dahinter stecken. Und da auch etwas zurückgeben zu können, finde ich ganz toll. Und auch dankbar zu sein für alle Menschen, die damit beteiligt waren, daran beteiligt waren, Mutter Erde einfach dankbar zu sein, dass ich diese Öle hier zu Hause verwenden kann, damit es mir besser geht, damit ich in meine Kraft komme oder in meiner Kraft bleibe. Ja, dass ich mich unterstützen kann bei diversen gesundheitlichen Themen, da in die Dankbarkeit zu kommen. Und einfach auch dankbar zu sein, ja, was ich auch ganz oft dann bei der Meditation mache, dass ich dann erstmal die Flasche an mein Herz halte und wirklich dankbar bin, dankbar der Natur bin, dass dieser Baum mir das jetzt hier zur Verfügung gestellt hat für die Menschen, die das eben ja realisiert haben, dass ich das jetzt hier in diesem Roll-On mir auftragen kann und daran riechen kann und mich daran erfreuen kann. Und danke, danke, danke. Was soll ich dazu sagen? Und ja, wer sich da näher auch mit der Geschichte von doTERRA beschäftigen möchte, kann da auch super gerne auf der Website mal schauen oder auch auf dem YouTube-Kanal. Und es ist wirklich eine ganz tolle Firma. Und ja, weiter geht's, bevor ich da zu tief reingehe. So, das habe ich, glaube ich, nee, das habe ich, glaube ich, letzten Monat bekommen. Es gibt oder es gab für die Vertreter sozusagen für die Wellness-Berater, wie ich ja auch eine Beraterin bin von doTERRA, gab es, wenn man einen Menschen eingeschrieben hat, ein Gratisöl und das ist Yuzu. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das gibt es nicht zu kaufen.
Das ist ein Zitrusöl und das riecht. Es hat etwas von Mandarine. Ihr könnt gerne mal Yuzu googeln und dann werdet ihr sehen, was das ist. Ich wusste auch nicht, wie das aussieht. Und ich finde ja, Zitrusöle kann man nicht genug haben. Ja, sind immer belebend, energetisierend. Genau. Was habe ich mir noch bestellt? Das ist, glaube ich, auch aus September. Ich habe mir Motivate bestellt. Ja, die motivierende Mischung. Also ich glaube, jeder von uns braucht ja ab und an mal so ein bisschen Motivation. Und da ist auf jeden Fall auch Pfefferminze mit drin. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier ablesen kann. Orange ist mit drin, Lemon ist mit drin, ist ja das Öl der Konzentration. Rosmarin liebe ich wirklich sehr, Koriander. Ja, also es ist eben eine Mischung, die von doTERRA so gewählt worden ist, dass eben Öle drin sind, damit du in deine Kraft kommst, damit du in die Motivation kommst. Ganz toll, ja, auch hier auf dem Schreibtisch, ja, wenn du arbeitest, wenn du für die Uni lernen musst. Was auch immer es ist, Motivate darf dich dann dabei begleiten. Und ja, liebe ich wirklich sehr, habe ich bisher zweimal oder so verwendet und fand es wirklich sehr, sehr angenehm. Was noch? Mache ich direkt schon weiter mit diesem Öl? Okay. Ein super heiliges Öl. Hochpreise, ja. Toll, ja. Sandelholz. Ich habe mir Sandelholz bestellt. Sandelholz und ich war so positiv davon überrascht. Es ist so ein süßer, holziger Duft und ich habe hier natürlich auch wieder meine Lektüre und schaue einmal kurz nach, wofür Sandelholz ganz genau steht. Sandelholz ist das Öl der heiligen Hingabe, der heiligen Andacht. Ja, also es ist wirklich ein super heiliges Öl. Habe ich auch schon mit meditiert und liebe ich wirklich sehr. Ja, und kann man natürlich, also das ist jetzt das emotionale System, ja, also wenn man sich getrennt fühlt von Gott oder dem spirituellen Selbst, wenn man eine innere Leere verspürt, wenn man sehr viel nachdenkt, ja, also ne, Hashtag Gedankenkarussell, wenn man sehr materialistisch angehaucht ist im Moment oder glaubt, dass man, wenn man sich was kauft, dass man dadurch glücklich wird, da kann man mal mit Sandelholz arbeiten, sich mit seiner eigenen spirituellen Kraft verbinden. Was will ich eigentlich wirklich? Was macht mich wirklich glücklich im Leben? Und werde ich auf jeden Fall auch eine Meditation zu aufnehmen in meinem Podcast Reconnection with Oils. Ja, genau. Und hier in diesem Buch würde man dann quasi noch andere Dinge finden, was man eben mit Sandelholz alles machen kann. Genau, liebe ich wirklich sehr. Ja, also das war wirklich so eine Investition, wo ich dachte, boah, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Also Sandelholz, für mich ganz insbesondere wirklich zur Meditation. Okay, was habe ich noch? War das diesen Monat oder letzten Monat? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war diesen Monat. Gab es oder gibt, nee, gab es, ist ja immer bis zum 15. des Monats, wenn du in der Treuebestellung bist und über 125 PV bestellst, dann bekommst du das Öl des oder das Produkt des Monats eben gratis. Und das war hier in diesem Monat eben der Thinker, ja, die Focus Blend. Das ist eigentlich aus der Kids Collection, aber die Kids Collection, die können natürlich auch Erwachsene verwenden. Und ja, die kann man sich eben ganz toll auftragen, um eben fokussiert zu bleiben, um ja vielleicht auch ein ganz spezielles Thema zu bearbeiten, was man vielleicht gerade hat. Ja, kann man sich das dann hier zum Beispiel auf die Schläfen auftragen oder eigentlich da, wo du denkst, okay, da möchte ich das Öl jetzt gerade spüren, da möchte ich jetzt gerade das Öl einfach aufgetragen haben. Ja, das heißt, du darfst auch ganz intuitiv sein, wo brauche ich jetzt gerade dieses Öl, wo möchte ich dieses Öl jetzt gerade haben. Ja, also der Thinker. Einfach mal gratis mit dazu. Finde ich immer ganz toll, so als Anerkennung dafür, dass man eben ja, in die Öle investiert, in sich selbst investiert. Und dann habe ich Lemon und ich meine, Lemon wäre diesen, wie war das nochmal? Ich glaube, letzten Monat, Produkt des Monats. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine allerdings schon. Ja, auf jeden Fall, Lemon ist natürlich so ein absoluter Klassiker. Das Öl der Konzentration kannst du aber ganz toll auch im Wasser trinken, auch besonders morgens, um so die Giftstoffe aus deinem Körper zu lassen. Oder ganz schön auch, wenn du zum Beispiel Obst oder Gemüse gekauft hast oder beides, kannst du so eine Schüssel fertig machen und gibst dann alles da rein, alles Obst und Gemüse, gibst ein paar Tropfen Lemon mit rein, lässt das einwirken und dann wirst du sehen, was sich so alles von deinem Obst und Gemüse,
Ja, ablöst. Also totaler Klassiker, ist ja auch im Home Essentials Kit mit drin. Dementsprechend, ja, absoluter Klassiker, liebe ich wirklich sehr. Das Öl der Konzentration Lemon. Was habe ich noch? Oregano. Ich habe Oregano neu bestellt. Oregano ist wirklich ein Öl, da muss ich sagen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das ist auch im Home Essentials Kit drin. Das war ein Öl, wo ich dachte, was soll ich denn damit machen? Ja, also für den Diffusor und so, also muss ich jetzt nicht haben. Aber Oregano ist ein ganz tolles Öl, wenn es auch um Gesundheitsthemen geht. Da darfst du dich gerne auch noch mal ein bisschen selber informieren oder du schreibst mir. Denn Oregano verwende ich jetzt persönlich. Ja, also es ist ja kein Heilversprechen und du darfst wirklich immer auch einen Arzt kontaktieren. Aber ich für mich persönlich habe jetzt entschieden, dass ich statt dass ich Antibiotikum nehme für ein Bakterium, was ich hatte, sage ich jetzt mal, ja, weil ich ja schon eingenommen habe, dass ich Oregano nehme. Ja, also das heißt, ich habe es innerlich eingenommen mit anderen Ölen zusammen in so einer Veggie-Cap, die kann man auch kaufen. Ups, bei doTERRA. Das sind eben Leerkapseln und da kannst du dann ätherische Öle einfüllen und die dann eben einnehmen, ohne dass du sie alle unter der Zunge haben musst, weil Oregano ist ein super scharfes Öl und ist wirklich nicht dazu geeignet, das so in den Mund zu geben. Ja, also Oregano und was ich auch jedes Mal sage, Oregano in der Tomatensoße ist eine absolute Geschmacksexplosion. Musst du wirklich ausprobieren. Es ist so gut. Es ist wirklich so, so gut. Oregano. Was haben wir noch? Ich habe auf jeden Fall ganz viel Wild Orange. Ja, weil ich mir wieder so ein Set bestellt habe, wo 10 kleine Wild Orange Flaschen drin sind. Ja, das heißt, da habe ich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Nachschub. Das liebe ich einfach zum Verschenken. Ja, also einfach mal so eine Wild Orange Flasche, weil Wild Orange ist das Öl der Fülle. Wer möchte keine Fülle in seinem Leben? Und vor allem Wild Orange ist auch ein Öl, das glaube ich fast jeder mag. Also ich habe bisher von einem Menschen gehört, der das nicht mag und irgendwie kann ich es kaum glauben. Wild Orange ist halt auch so ein absoluter Klassiker. Wie gesagt, das Öl der Fülle und des Reichtums, ja. Also wenn du mehr in deine Fülle kommen möchtest, wenn du vielleicht auch mehr Reichtum in dein Leben einladen möchtest, aber auch Fülle auf allen Bereichen, ja, einfach auch Lebensfreude als Fülle. Das heißt, du kannst ja auch gucken, was bedeutet denn Fülle für mich und kannst dann eben mit Wild Orange arbeiten. Bei Zitrusölen immer aufpassen, photosensitiv, ja, weil wenn du die auf deine Haut aufträgst und dann in die Sonne gehst, kannst du dich wirklich verbrennen. Das heißt, da pass auf jeden Fall auf, steht aber auch immer auf den Flaschen drauf. Ja, das heißt, 10 kleine Flaschen Wild Orange habe ich hier. Dürfen sich und haben sich auch schon Menschen gefreut, die hier sind. Ja, da gibt es oft dann mal von mir ein kleines Wild Orange. Genau, was habe ich noch bestellt? Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nur noch zwei Öle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen an Roll-Ons oder so. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Ich gucke nochmal kurz hier auf den Zettel, ob ich da auf jeden Fall alles habe. Nee, ich glaube tatsächlich, das war's. Das heißt, zwei letzte Öle. Hier habe ich nochmal einen Klassiker, der darf halt einfach nie fehlen, ist Teebaumöl. Ja, Teebaumöl, alles was Hautthemen betrifft, kann man auch innerlich einnehmen für diverse Dinge. Und ja, habe ich eben jetzt auch eingenommen. Und es ist auch super, super, super. Nach der Rasur zum Beispiel mit ein bisschen Öl, zum Beispiel fraktioniertes Kokosöl, Mandelöl, wie du magst, kannst du dann das dann ein bisschen vermischen, also zum Beispiel einen Tropfen einfach in deine Handinnenfläche. Dann gibst du da so einen Spritzer, fraktioniertes Kokosöl oder Mandelöl zum Beispiel in deine Hand, ein kleines bisschen Wasser, vielleicht auch, dass deine Haut das besser aufnimmt. Dann gibst du das so zusammen und dann gibst du das eben auf die Bereiche, die du eben rasiert hast. Und dann wirst du wahrscheinlich sehen, so sehe ich das auf jeden Fall bei mir, dass es einfach nicht so gereizt ist. Ja, also du hast keine roten Stellen oder Rasierpickel und es ist so einfach und es ist natürlich, es ist halt einfach pures Öl bei doTERRA, 100%. Nichts zugegeben, nichts weggenommen. Und warum sollte man dann irgendwas anderes nehmen, wenn man einfach zum Beispiel Teebaumöl nehmen kann? 100% natürlich, um einfach nach der Rasur keine Rasierpickel zu haben, keine, ja, supersensitive Haut. Das tut ja auch manchmal richtig weh. Ja, aber wenn ich Teebaumöl nehme, ist das für mich einfach absolut perfekt. Und letztes Öl, Ginger, Ingwer.
So gut, wirklich so gut. Ginger habe ich mir bestellt, hauptsächlich zur innerlichen Einnahme, ja. Zum Beispiel, auch was jetzt mein Bakterium betrifft, kann man auch mit Ginger arbeiten, aber auch alles, was mit Übelkeit zu tun hat, Ginger ist wirklich mega, mega gut, weil ich leider irgendwann in meinem Leben eine Reisekrankheit entwickelt habe. Also irgendwie hört sich das auch sehr extrem an. Ich sag mal Reiseübelkeit entwickelt habe, dass ich nicht immer habe, aber ab und an, irgendwie total random, habe ich das einfach mal irgendwann. Und Ingwer hilft mir da wirklich sehr, ja. Also ich habe da mal so Ingwer-Kapseln genommen, wo einfach so Ingwer-Pulver drin ist. Das hilft mir. Aber ich habe mir auch gedacht, warum nicht einfach bei doTERRA das jetzt bestellen, wenn es auch gut sowieso für den Magen ist. Und da einfach mal einen Tropfen zu nehmen. Und du wirst sehen, dass die Übelkeit einfach weniger wird. Ja? Also es kann auch zum Beispiel bei Schwangerschaftsübelkeit, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ja, also immer auch vorher auch gerade in der Schwangerschaft gucken, darf ich das Öl innerlich einnehmen? Das ist nochmal hier als Disclaimer, weil ich mir da jetzt hier nicht ganz sicher bin, obwohl, ja, ich bin mir einfach nicht sicher jetzt gerade mit der Schwangerschaft. Aber generell Übelkeit, Magenprobleme, da ist halt Ingwer einfach total toll. Und natürlich, wenn es so um ja, Erkältung geht, ja, alles, was das Immunsystem betrifft, ist natürlich Ingwer total gut, ja, fürs Immunsystem. Und da jetzt auch gerade so zu der Herbstzeit, zur Winterzeit, da hier mit Ginger noch zu arbeiten oder natürlich auch mit On Guard, ja, das ist ja die Mischung sozusagen. Immunmischung, wo auch Ginger mit drin ist. Ist da tatsächlich Ginger mit drin? Ich muss gerade noch mal gucken. Ist tatsächlich kein Ginger mit drin. Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eukalyptus, Rosmarin. Ja, also das heißt, hier kann man dann zum Beispiel unterstützend noch mit Ginger arbeiten. Und ja, deshalb. Also das habe ich mir dann auf jeden Fall noch bestellt und wird wahrscheinlich auch dann schön im Gebrauch sein. Und das Schöne ist einfach, dass ich weiß, dass ich immer etwas dabei habe, falls mal irgendwie was mit der Reiseübelkeit sein sollte oder generell mit dem Magen. Zen-Gest kann man nehmen. Genau, das habe ich jetzt auch verwechselt, weil Zen-Gest, da, das ist ja die Magen- und Darmmischung, da ist Ingwer mit drin. Genau. Aber ich mag das manchmal auch gerne, einfach nur mit einem puren Öl zu arbeiten. Und Ginger, da habe ich auch, letztens habe ich irgendwie auch Übelkeit. Und dann habe ich die Ingwer-Kapseln genommen und habe wirklich gemerkt, wie die Übelkeit so langsam weggegangen. Und es ist so, so cool, anstatt irgendwie irgendwas anderes zu nehmen, da so das ätherische Öl dann einfach zu nehmen. Ja? Das heißt, vielleicht merkt ihr auch, so ganz am Anfang bin ich nur so auf Öle gegangen und emotionale Themen, weil das so, damit habe ich einfach angefangen. Ich wollte Öle zur Meditation haben, ich wollte Öle. Ja, für meine emotionalen Themen, für meine persönliche Weiterentwicklung haben. Und jetzt geht es immer mehr auch wirklich darum, ja, meine Gesundheit einfach auch zu unterstützen. Und das ist total schön, wie sich das aufbaut. Und ich glaube, viele können sich auch damit identifizieren. Erstmal immer nur so Öle, Öle, Öle. Und dann guckt man halt irgendwann so, was kann man denn noch bestellen? Ne? Wie nur so eine Zahnpasta, ne? Nur noch doTERRA. Handseife, Waschmittel. Generell Seife, also nicht im Pumper, sondern so ein Stück Seife verwende ich zum Beispiel ja, in der Dusche. Das heißt kein Duschgel, sondern doTERRA-Seife. Ist mega. Deo, was noch? Ich möchte mir jetzt gerne nächsten Monat noch ein Peeling bestellen. Was denn noch? Es gibt natürlich auch Haarwaschmittel und so. Das habe ich aber nicht. Da habe ich noch so ein Bar. Und ja, das war's auf jeden Fall. Das ist meine Bestellung oder das waren meine Bestellungen aus September und Oktober. Wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, mega, mega gerne. Ich werde jetzt noch mal kurz, weil das habe ich nämlich jetzt vergessen, werde ich jetzt noch mal drauf eingehen, was Ginger für ein emotionales Thema hat. Da bin ich jetzt nämlich gar nicht drauf eingegangen. Ginger, also hier steht auch direkt Übelkeit, Schwangerschaftsübelkeit, also kann man es in der Schwangerschaft auf jeden Fall einnehmen, Halsschmerzen und so weiter. Und Ingwer ist das Öl der Selbstermächtigung. Ja, das heißt, wenn man so in diesem Opfermodus ist, alles ist scheiße. So, das Leben ist gegen mich und ja, es soll nicht sein und so. Wenn man sich kraftlos fühlt, nicht bereit, die Verantwortung für sich selbst oder sein Leben zu übernehmen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie festzustecken, wenn man gerne anderen Menschen die Schuld gibt,
dann darf man da auf jeden Fall auch nochmal mit Ginger arbeiten. Das heißt, das Öl der Selbstermächtigung. Du hast die Macht, du bist der Schöpfer deines Lebens, die Schöpferin. Genau. Und dafür steht Ingwer dann eben nochmal auf der emotionalen Ebene. Wenn du noch Fragen hast, schreib mich total gerne an, per E-Mail oder auch hier Instagram, YouTube, ganz wie du möchtest. Kommentiere auch gerne, wie dir hier meine Bestellung gefallen hat und ob du vielleicht ein Öl davon auch selber schon zu Hause hast und wie du damit zufrieden bist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wenn du die Öle bestellen möchtest, dann melde dich genauso gerne bei mir. Denn wenn du dich über mich einschreibst bei doTERRA, dann bekommst du auch direkt 25% auf die Öle und das lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe zu dir, eine riesengroße Umarmung und hör total gerne in meinen Podcast Reconnection with Oils rein. Das Meditieren mit ätherischen Ölen ist einfach nur Next Level. Ich lieb's. Alles Liebe. Ciao.